Moin, ich bin der Alexander Knur, beziehungsweise auf Minecraft heiße ich Cometsfly und auch als Künstlername. Ich spiele euch jetzt Musicians Block vor und ja, viel Spaß. Cometsfly und Musicians Block. Ich bin sehr gespannt. Ich lerne euch alle ja erst hier hinten Backstage gerade kennen. Und tada, da ist er. Wunderschönen guten Tag. Danny ist mein Name. Moin. Hi. Du heißt Alex, habe ich gerade verstanden? Ja, oder Alex. Okay, Alex, alles klar. Ja. Hauptsache A. Okay, Hauptsache mit A, okay. Genau. Ja. Super nice, schön, dass du hier bist, schön, dass du deinen Weg Backstage gefunden hast. Ich bin beinahe in den falschen Raum gegangen, in den falschen aber jetzt habe ich den gefunden. Das ist gut, dass wir jetzt hier sind. Mhm. Musicians Block, ja. So heißt der Song. Genau, genau. Wer ist dieser Block? Genau, also da sollte ein Apostroph eigentlich hin zwischen dem N und dem S. Also es ist quasi ein Block
von den Musikern. Okay. Also im Sinne von Writer's Block. Und das wäre eine sogenannte Schreibblockade. Okay, alles klar. Genau. Alles klar. Ja, weil ich habe nämlich so ein paar Infos von dir bekommen noch. Das ist so mangelnde Inspiration und da ist eine Melodie und dann irgendwie denkst du an einen walzerartigen Sound und dann bist du hier unterwegs. Aber du hast eine sehr kreative Art und Weise, damit umzugehen. Es scheint ja sehr viel zu geben, was in deinem Kopf da so soundmäßig auch passiert. Mhm. Wie kriegst du das dann alles zum Schluss in diese Form? Also ich habe verschiedene Sachen so zusammengebastelt. Am Anfang war das nur so eine Idee, die ich beim Improvisieren am Klavier meiner alten Schule gespielt habe. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, das könnte man zu so einem Song machen. Dann habe ich das gemacht, nachdem ich ein Plakat gesehen habe von Songs. Mhm. Ich habe mir halt gedacht, ja, ich mache einen Song draus. Dann hatte ich halt die Melodie, aber es fehlt noch der Text oder die Leitidee, so worum geht es bei diesem Song. Yeah. Aber irgendwie hat sich das dann am Ende gefunden und ich glaube, das ist halt so. Manchmal muss man sich Zeit nehmen und am Ende findet man doch was. Ja. Das ist eine super Sache, gerade auch für alle anderen Songwriter, die draußen stehen. Ja. Schreibblockaden kommen immer. Man wünscht sich immer, dass das Leben ein einziges Flow-Erlebnis ist, aber es ist halt oft nicht so. Mhm. Deshalb, ich sehe gerade, wir sind schon fertig mit Umbau. Ja, wie schnell seid ihr denn? Komm, wir applaudieren kurz den Menschen an der Technik, die das Ganze hier so machen. Ihr draußen könnt auch kurz mal applaudieren, wenn ihr das hört. Das ist super. Ach, schön. Ich hoffe, dass du weiterhin so kreativ mit Schreibblockaden umgehst. Danke. Und dann sehen wir uns bald mal wieder irgendwo. Okay. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.